Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Zwischen 1983 und 2005 wurde jährlich Schach der Großmeister im Westdeutschen Rundfunk ausgestrahlt. Einmal jährlich. Zwei Großmeister der Spitzenklasse spielten gegeneinander und das wurde live kommentiert im Fernsehen von Dr. Helmut Pfleger und Wladimir Hort. Kennt ihr bestimmt alle, viele von euch, die Jüngeren eventuell nicht. War eine wirklich tolle Schachsendung, super berühmt. Und ich analysiere alle Partien chronologisch hier auf diesem Kanal nochmal, die gespielt wurden. Wir sind angekommen im Jahr 1988. Im Jahr 1987 hatte Shusha Polgar gegen Jan Timman Remis gehalten mit Schwarz und durfte wieder ran ihren Titel verteidigen. Und sie bekam es zu tun mit dem deutschen Großmeister Jörg Hickel. Es war so, die Regel war so, wenn Schwarz Remis hält, dann qualifiziert sich die Spielerin oder Spieler für das nächste Jahr wieder. Bedenkzeit war damals eine Stunde pro Spieler und Partie, damit das nicht ausufert, live im Fernsehen, ohne Zeitgutschrift. Dementsprechend war das natürlich auch mal sehr, sehr spannend. Nicht nur deswegen. Alle Videos von damals können übrigens auch auf YouTube angeschaut werden. Es gibt mehrere Kanäle, auf denen die Originalsendungen hochgeladen wurden. So, wir schauen uns erstmal die Partie aus dem Jahr 1988 an. Jörg Hickel, deutscher Großmeister, damals 22 oder 23 Jahre alt, Shusha 18, 19 Jahre alt. Ich weiß nicht genau, weil ich finde häufig das Datum der Sendung nicht, wann die Sendung ausgestrahlt wurde. Was heißt häufig? Bis jetzt noch nicht einmal gefunden. Ich habe immer nur das Jahr. So, Jörg Hickel ist bekannt in Deutschland, hat einige Bücher rausgebracht, war natürlich ein sehr starker Großmeister, war auch schon mal, ich meine, deutscher Meister. Und er ist auch bekannt wegen seinen Schachreisen. In den letzten 10 Jahren so. Schachreisen Jörg Hickel, könnt ihr mal googeln. Ich weiß nicht, ob das in der Pandemiezeit ist, ist natürlich dann zurückgegangen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder anfängt, aber damit hat er sich eine goldene Nase verdient. Nein, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, aber ich glaube, diese Reisen waren sehr beliebt. Anyway, wir gehen jetzt rein in diese Partie. Hickel beginnt mit C4. Er ist übrigens auch sehr bekannt. Es gibt dieses Adjektiv einhickeln, Verb natürlich einhickeln. Weil er sich immer so ein bisschen zurückhaltend aufbaut und wir werden auch sehen, er wird auch in dieser Partie erstmal zurückhaltend agieren. C4, englische Eröffnung. F5, Shusha Polgar, super aggressiv, wählt hier einen Aufbau mit F5. Wir schauen uns das Ganze auch aus schwarzer Sicht an, weil ihr könnt auch ja, eine Idee mitbekommen, wie man gegen die englische Eröffnung spielen kann. Springer C3, Springer F6. D3. Ja, D3 ist zum Beispiel so ein sehr zurückhaltender Zug hier. Ne? Gibt natürlich D4 hier, kann man spielen und dann halt gegen die holländische Verteidigung spielen. Ne? F5 ist ja im Prinzip auch eine Einladung, holländisch zu spielen. Aber Weiß D3. E5, dann besetzt halt Schwarz das Zentrum, wenn Weiß nicht will. G3. G6, Läufer G2, Läufer G7. Beide Seiten fianchettieren ihre Läufer. Läufer D2, noch so ein Zug hier. Ne? Bestimmt gibt es aktivere Felder für den Läufer, oder man lässt ihn erstmal da stehen, aber er spielt Läufer D2, deckt den Springer und plant so langsam diese Expansion am Damenflügel mit Turm B1, B4 ne? Oder B4 sofort. D6, Springer F3, Springer C6, alles normale Züge, Turm B1. So, da kommt jetzt die Idee mit B4, ganz, ganz typisch in diesen Strukturen. Weiß möchte mit B4, B5 am Damenflügel expandieren. Schwarz kann das so ein bisschen mit A5 hier temporär aufhalten. Aber Weiß erneuert dann halt die Idee mit A3 und wird dann sowieso B4 spielen. Polgar verzichtet hier auf A5. Sie spielt auch nicht Rochade, was hier ein sehr natürlicher Zug ist. Sie spielt H6. Sehr interessant. Rochade. Und jetzt Läufer E6. Langsam. Ja, H6 hat zwei Ideen. A, das Feld G5 zu decken, damit der Springer den Läufer nicht angreift. Und B, sie möchte mit G5 am Königsflügel angreifen. Jetzt B4. Weiß spielt jetzt sehr, sehr logisch G5. Wir sehen jetzt ein typisches, ganz, ganz typische,
typisches Bauernrennen auf entgegengesetzten Flügeln. Der eine greift am Damenflügel an, die andere am Königsflügel. B5 greift den Springer an, Springer E7. Und jetzt auch ganz logisch Springer E1. Greift hier den Bauern B7 an und dieser Springer hier, das ist ein ganz typisches Springermanöver, Springer E1, Springer C2, Springer B4 und der Springer soll später nach D5. Das habe ich auch schon so häufig gesehen. Diese Strategien auf entgegengesetzten Flügeln sind super bekannt im Schach. Dame C8. So, der Bauer muss gedeckt werden. Dame C8. Gleichzeitig lugt Weiß hier so ein bisschen nach H3 mit dem Läufer. Hier gibt es eine interessante Fortsetzung für Weiß und die lautet F4, um diesen Bauern auf F5 zu blocken, damit Schwarz nicht selbst F4 spielt und Läufer H3. F4 gefällt mir sogar sehr gut, muss ich sagen. Sieht auf den ersten Blick, ja, ich weiß nicht, ob das kontraintuitiv ist. Gf4, es öffnet sich die G-Linie hier, aber Weiß versteckt den König auf H1 völlig problemlos. Und langfristig ist es ein Problem, dass Schwarz hier mit dem König in der Mitte steht. Deutlich natürlicher ist es den König zu rochieren, klar. Aber Hickel spielte Springer C2, folgt dem typischen Plan. Jetzt ergreift Schwarz natürlich die Möglichkeit, mit F4 zu attackieren. Sehr stringent vorgetragen, muss ich sagen. Auch mit dem König in der Mitte die ganze Zeit, ne? Finde ich sehr spannend. Sie rochiert die ganze Zeit nicht. Springer B4. Weiß folgt einfach weiter dem Standardplan, ne? Kontrolle des Feldes D5 hier. Und idealerweise hüpft ein Springer da gleich rein. Schwarz attackiert selbst, Läufer H3. Möchte natürlich den Königsflügel schwächen. Man könnte jetzt mit Weiß schon hier rein nach D5, aber Hickel spielt erstmal E3. Attackiert hier diese Kette und öffnet die Diagonale für die Dame. Es geht weiter hier. Ja, hier. Wie sollte es weitergehen? Was würdet ihr spielen hier? Wie würdet ihr den Angriff fortsetzen mit Schwarz? Da gibt es aus meiner Sicht ganz klar einen Favoriten. Der strategische Zug ist hier natürlich, oder was ist strategisch? Der natürliche Zug ist Rochade, endlich den König in Sicherheit bringen. Aber das wäre nicht konsistent, kann man das sagen, mit der Strategie, mit den Zügen, die Schwarz vorher gespielt hat. Deutlich logischer im Sinne des Angriffs wäre hier H5. Den Bauern vorziehen. Das gefällt zwar der Engine nicht so gut, aber das ist aus menschlicher Sicht sehr, sehr logisch. Einfach hier mit H4 weiter angreifen. Ne? Die H-Linie öffnen eventuell und natürlich, die Engine wird dann hier Dame F3 spielen, wird alles verteidigen, wird B7 angreifen. Ne? Aber nach Läufer G2, Dame G2, H4 haben wir halt eine... Das ist die Fortsetzung des Plans, ne? Auf logische Art und Weise. Was mir hier nicht gefällt aus schwarzer Sicht, ist natürlich dieser eingesperrte Läufer auf G7. Der spielt überhaupt nicht mit. Das ist langfristig natürlich schon ein positionelles Problem. Ne? Okay. Nach E3 spielte Polgar allerdings nicht H5, auch nicht Rochade. Sie verrechnete sich. Das sagte sie hinterher auch im Interview. Die Spieler werden dann immer interviewt im Nachhinein. Logisch. Man ist ja live im Studio, da möchte man noch ein bisschen was hören von den Akteuren. Läufer G4. Greift hier die Dame an. So. Natürlich hatte sie gesehen, dass F3 kommt, den Läufer attackiert. Und ihr Plan war jetzt nicht zurückzugehen nach H3 und diesen Zug zu provozieren, weil das ist eher ein Geschenk für Weiß. Das ist ein zusätzliches Tempo. Die Dame kann nach E2 und dann die zweite Reihe abdecken. Sie hatte sich verrechnet. Sie nahm auf E3 raus hier. Aber das ist überhaupt nicht gut. Ihr seht es schon am Balken. Weiß hat jetzt riesen Vorteil. F schlägt G4. E schlägt D2. Und hier Frage an euch. Wie setzt ihr fort mit Weiß? Weiß hat hier riesigen Vorteil, wenn er richtig fortsetzt. Einer der Springer muss auf jeden Fall ins Zentrum. Springer BD5 oder Springer CD5 oder Springer E4.
Es gibt einen kleinen Unterschied, aber einen wichtigen Unterschied. Wohin mit den Springern? Und warum? Das Beste ist Springer BD5 hier. Oder Springer CD5. Aber Springer BD5 finde ich noch einen Tacken logischer. Weil der Springer auf C3 dann das Feld E4 kontrolliert. Finde ich aber ästhetischer. Die Idee ist ganz einfach. Das verhindert die Rochade. Wegen des Angriffs auf E7. Kurze Rochade kommt Springer schlicht E7 mit Damengewinn. Ja, also was soll Schwarz machen? Muss nehmen auf D5. Sagen wir mal Springer... Also gut, man kann natürlich auch auf G4 nehmen, Springer schlicht G4, aber das ist natürlich nach Springer E7, König E7, Springer D5, ist es natürlich fürchterlich, weil dann der schwarze König hier irgendwo in der Mitte verbleibt. Ne? Das ist natürlich, das geht gar nicht. Das ist katastrophal. Also Springer F schlicht D5, Springer schlicht D5, greift den Springer an. Jetzt hat sich die F-Linie geöffnet, der schwarze König ist in der Mitte. Das ist eine fürchterliche Stellung, ne? Man könnte natürlich auch Springer E schlicht D5, Springer schlicht D5 spielen, aber auch hier geht nicht Rochade wegen Springer E7 Schach. Also müsste man Turm F8 ziehen oder sowas, um den Springer zu decken. Aber wie gesagt, mit dem König in der Mitte nicht gut. Ihr seht es, bei korrekter Spielweise von Weiß hätte Schwarz riesige Probleme gehabt und dieser natürliche Zug Rochade, den Schwarz die ganze Zeit hätte ausführen können, macht sich jetzt negativ bemerkbar, halt, ne, dass der König in der Mitte steht. Die ganze Zeit. So, Hickel spielte allerdings nicht einen Springer nach D5, sondern Springer E4. Greift den F6 an. Und hier ist der Unterschied. Welcher? Schwarz kann kurz rochieren. Jetzt ist der König einigermaßen in Sicherheit. Ja, der ist schon sicher. Und das ist ein Riesenunterschied. Weiß steht immer noch gut, aber... Nach Springer BD5 wäre ein ziemlich klar, sehr deutlicher Vorteil gewesen. So. Jetzt H3 deckt hier den Bauern. Verständlich. Der Bauer D2, den kriegt Weiß sowieso immer. Naja, die Engine möchte sofort nehmen hier und sieht großen, großen Vorteil. Aber ich verstehe natürlich, dass Weiß erstmal den Bauern gedeckt hat mit H3. Springer schlicht E4, Turm F8, Dame F8, Läufer schlicht E4. So, das sieht sehr, sehr gut aus jetzt für Weiß. Der weißfeldige Läufer ist sehr aktiv, greift B7 an. Und der schwarzfeldige Läufer von Schwarz ist sehr passiv hinter der Bauernkette. Weiß hat Vorteil, aber nicht so einen riesigen. C6, guter Zug. Sie rechnet sehr gut. Dame schlicht D2. So, wir müssen natürlich gucken, warum kann man hier nicht nehmen. BC6, Springer schlicht C6, Springer C6, Läufer C6. Turm B8. Okay. Ja, Turm B8, Dame B8, es droht Dame B6 Schach. Ja, das Läufer D5 Schach, König H8, Dame schlicht D2. Das hätte man erreichen können, aber das ist wahrscheinlich zu wenig im Gewinnsinne für Weiß, weil der weiße König einfach zu offen ist und wir haben ungleichfarbige Läufer. Es gibt natürlich Szenarien, wenn die Dame nach F5 kommt, Läufer E4, dass man hier angreifen kann, aber die Dame kommt rein nach B1 und auf der ersten und zweiten Reihe ist sehr schnell Dauerschach halt. Ne? Es gibt übrigens ein Verfahren in solchen Stellungen mit ungleichfarbigen Läufern. Der Läufer auf G7 ist sehr passiv, aktivieren mit E4 auch unter Bauern Opfer und dass der Läufer nach E5 kommt oder nach D4, man hat hier natürlich schwarzfelderige Kontrolle und kann Gegenspiel generieren. In Stellungen mit ungleichfarbigen Läufern ist die Aktivität der Läufer von großer Bedeutung, von entscheidender Bedeutung. C6 ist ein sehr starker Zug von Polger. Hat sie wirklich sehr gut gesehen. Was machte Weiß? Dame schlicht D2. C schlicht B5, C schlicht B5. Dame D8. Sehr schön gespielt. Wegen des Schachs auf B6 ist der Bauer auf B7 indirekt gedeckt. Und Schwarz droht D5 hier. Hier gibt es einen wirklich sehr, sehr schönen Zug, mit dem Weiß D5 hätte verhindern können. Findet ihr den? Na, was habe ich denn jetzt gemacht? Sorry. Da wollte jemand gegen mich spielen.
So, diese Stellung hier. CB5. Ich will jetzt nicht wieder. Dame D8. Es droht D5. Dame B6. Der Bauer ist gedeckt. Wie kann Weiß D5 auf eine wirklich sehr, sehr schöne Art und Weise und ästhetische Art und Weise verhindern? Nicht Dame G2, auch nicht Springer D5. A4. Super schöner Zug. Deckt auch B5. Und Dame A2 hier. Das ist das Problem. D5 läuft in Dame A2 rein. Und Weiß gewinnt hier den Bauern. Super schönes Ding, oder? Der Zug A4 gefällt mir sehr. Stattdessen kam Springer D5. Hickel sah den Zug A4 nicht, oder? Bewertete ihn nicht richtig. Springer schlägt D5, Läufer D5, König A8. So, wir haben diese Stellung. Der Bauer B7 ist immer noch gedeckt, deswegen König G2. Jetzt Dame B6, Schwarz aktiviert die Dame. So, diese Stellung ist... Hier ist der Vorteil im Prinzip verschwunden. Für Weiß, Material ist reduziert und der weiße König ist anfällig. Die Idee ist Turm F8 natürlich und Schwarz hat genug Gegenspiel auf den schwarzen Feldern. Läufer E4, Turm D8. Läufer E4 war auch zu zurückhaltend, muss man sagen. Weiß hätte auch schon längst mal A4 spielen sollen hier. Ne? Na gut, Läufer E4, Turm D8, droht wieder D5, er geht zurück und jetzt Turm F8. Schwarz hat ein Tempo geschenkt bekommen. Dame E2, Dame C7, kontrolliert die C-Linie. A4 jetzt, B6. Ja, so, jetzt sind alle Bauern gedeckt. Turm F1. So, Turm F1 ist im Prinzip ein Remis-Angebot. Turm F1, König F1. Ja, egal wie Weiß hier nimmt, die schwarze Dame wird jetzt reinkommen hier. Und Dame schlägt F1 finde ich noch einen Tacken logischer. Aber König F1 ist eher so, ja, lass uns Remis machen. Dame C5, greift den Läufer an, Läufer B3, D5. Polgar spielt deutlich aktiver die ganze Zeit. König G2, Dame D4 und Schwarz hat genug Aktivität. Ne? Vor allen Dingen hat Schwarz jetzt hier zwei Bauern im Zentrum, Weiß nur einen. Der Läufer auf G7 allerdings, der ist die ganze Zeit eine Krücke da hinten. Ne? Der spielt überhaupt nicht mit. Dame C2, jetzt haben wir natürlich solche Geschichten hier auf den weißen Feldern. Also das Dauerschach ist nicht zu vermeiden. Aber wir sehen nach König A7, König F3, Dame G1. Am Ende werden wir einen Dauerschach von Schwarz sehen. Läufer schlägt D5, Dame F1 Schach, König E3, Dame E1. So, die Dame dazwischen stellen ist immer zu gefährlich, weil entweder der D3 oder G3 hängt. Deswegen wiederholen beide die Züge. Ne? Also Dame F2 kommt Dame D3. Das verliert sogar, weil der Läufer hängen würde. König E3, Dame E1. König F3, Remis. Damit qualifizierte sich Shusha Polgar für das nächste Jahr wieder. 1989, ein Remis mit Schwarz, wie ich schon gesagt habe, reicht ja aus. Lustigerweise verschwinden die Bilder, ne, wenn man die Seite nochmal neu lädt. Ne? Ja, das wird nicht abgespeichert. Die muss ich immer extra einfügen und dann verschwinden die. Ah, jetzt mal den Kopf kratzen hier. So, ich hoffe, die Partie war lehrreich für euch. War jetzt nicht spektakulär, aber wir können natürlich nicht erwarten, hier beim Schach der Großmeister jedes Jahr eine spektakuläre Partie zu sehen. Ich gehe ja, wie gesagt, chronologisch vor und analysiere einfach alle Partien nochmal. Ist eine Art Wiederaufarbeitung. Wie nennt sich das so auf Englisch? Es gibt doch ein bestimmtes Wort immer bei Musik oder ist egal. Vergesst, was ich sagen will. Checkt auch gerne meinen anderen Kanäle aus, The Big Rig Highlights, Big Rig Shorts, würde mich freuen und bleibt dran. Bis dann.